Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Mashup Creepy Saturday. Ja, ein neues Five Nights at Freddy's Fangame ist letztens rausgekommen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Das Besondere an diesem Fangame ist, dass man im Haus rumlaufen kann und die Animatronics laufen auch rum. Das heißt, alles wird um einiges gruseliger. First Floor, Ignited Freddy. Okay, los geht's, mal schauen, was das Spiel zu bieten hat. Ich bin gespannt, momentan hat es so gut wie jeder gespielt und meine Abo-Box wurde auch alles zugespammt damit, deswegen würde ich sagen, gucken wir uns selber mal den Spaß an. Okay, collect 5 Objects in einer Minute? Was? Hör, Leel, wie soll ich das in einer Minute schaffen? Warum hat man eine Zeitbegrenzung? Was ist das für ein Müll? Vor allem, was müssen wir einsammeln? Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Das Haus ist irgendwie komisch aufgebaut und vor allem, wieso rennen wir so komisch? Warum rennen wir so komisch? Ach so, sowas? Hä? Ja, woher soll ich wissen, was genau wir einsammeln müssen? Okay, was genau müssen wir eigentlich tun? Habt ihr es gehört? Das ist fucking creepy. Das gefällt mir. Kann man das einsammeln? Nein, okay. Dann laufen wir irgendwo anders hin. Wo genau? Okay. Hallo Freddy. Was geht, Freddy? Okay. Bleiben die Dinge, wo sie waren? Nein, das ist eine Mülltonne. Das müssen wir nicht einsammeln. Aber was müssen wir dann? Nein. Das ist eine Mülltonne. Mülltonnen muss man nicht einsammeln. Seit wann muss man Mülltonnen in Spielen einsammeln? Oh Mann, der Typ ist fucking creepy. Oh, der hat uns gesehen. Er ist viel schneller als wir, ist das Ding. Aber wenn er viel schneller als wir... Das schaffen wir nie im Leben. Oh Gott, hör das. Ah, wo ist der Typ? Wo ist Freddy, Mann? Freddy macht mir scheiße viel Angst. Wo ist er? Das hört sich an, als wenn er gerade irgendwas rammeln würde, aber ich glaube kaum, dass er irgendwas rammelt. Da. Okay. Object 1, 5, 4. Was passiert, wenn der Countdown zu Ende ist? Wenn ich fragen darf, was passiert dann? Okay, was muss ich jetzt machen? Soll ich abhauen aus dem Haus? Objektiv irgendwas failed, stand da, ne? Aber wenn das failed, ist er weg? Irgendwas sagt mir, dass wir gleich voll den Jumpscare in die Fresse bekommen von Freddy. Nee, aber was genau sollen wir machen? Ich meine, in einer Minute 5 Dinge einzusammeln kann schon schwierig werden, nicht? Hä? Darf ich hier die ganze Zeit im Kreis, oder? Ist das die Tür, wo wir... Nein. Das ist wirklich ein großes Haus. Schön. Okay. Okay, anscheinend habe ich gerade gesehen, man kann das mit den Animatronics hier sogar ändern. Aber was bringt das? Bonnie und Freddy sind rot. Was passiert bei Chica, wenn ich fragen darf? Chica? Foxy? Das Spiel ist irgendwie komisch. Wir gehen jetzt mal zu Bonnie und schauen mal, was uns dort erwartet. Ich habe keine Ahnung, was uns dort erwartet. Lassen wir uns überraschen. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Ich habe wirklich null Ahnung. Denn das Spiel ist wirklich sehr unübersichtlich. Vor allem in einer Minute 5 Objekte. Was ist das? Das ist so eine unmögliche Challenge. Vor allem bei diesem Haus, was... Kann ich mich bitte drehen? Dankeschön. Okay, wir müssen uns hier richtig komisch drehen. Müssen wir sowas einsammeln? Nein. Ich muss hier die Maustaste drücken, um mich zu drehen. Was ist das? Wo befinden wir uns gerade? Warte mal, wer läuft hier rum? Ist das Bonnie? Aber warum ist Bonnie in so einer Location? Ein Telefon, cool. Können wir damit den Phone Guy anrufen oder wen auch immer? Zivilisation? Ready for Freddy. Das reimt sich wenigstens. Okay, ich habe keine Ahnung, wo genau wir lang müssen. Ich würde es mal sagen, wir werden jeden Modi... Ich würde mal sagen, wir werden jeden Modi ausprobieren, aber... Ob das viel bringen wird? Hi, Bonnie! Du bist laut!
Ach so, anscheinend habe ich gerade verstanden, müssen wir erst bei Freddy spielen. Wahrscheinlich, denke ich mal. Und wenn wir irgendwas von den beiden geschafft haben, schalten wir Chica und Foxy frei, so wie ich es verstanden habe, okay? Das auf jeden Fall ist eine Alpha-Version, wie wir gerade gesehen haben. Das Spiel ist bei weitem noch nicht fertig. Was ich mir wünschen würde, unendlich Zeit, denn 60 Sekunden ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig, aber nur dezent. Aber ich denke mal, dass wir es trotzdem einigermaßen gut hinbekommen sollten, oder? Ich will wenigstens Freddy schaffen. Das wird meine Challenge. Ich glaube nicht, dass ich schaffen werde, aber ein Versuch ist es ja auf jeden Fall wert. Go! Aber warum muss ich auf einmal... Ne, Moment mal, kann ich hier irgendwas umstellen? Ich will nicht... Mit meiner... Oh, jetzt kann ich nicht mehr mit meiner Maus steuern. Okay, gut. Denn ich musste gerade Maus gedrückt halten und dann... Okay, Mülltonnen nicht einsammeln. Hier sind wir hergekommen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Das Spiel ist einfach fucking verwirrend. Vor allem da es hier so viele Räume gibt, hat man keine Ahnung, was genau man... Okay, Nummer 1. Die Dinger bleiben anscheinend, wo sie waren. Da müssen wir uns ungefähr merken, wo alle Dinge hier waren. Das Spiel ist unmöglich, habe ich das Gefühl. Hat er uns gesehen? Er hat uns gesehen, oder? Er hat uns gesehen, aber... Oh Mann, der ist so gruselig. Er ist so gruselig. Boah, das ist eine schöne Atmosphäre wenigstens einmal. In den meisten Five Nights at Freddy's Game ist ja alles irgendwie so hingeklatscht worden, aber hier hat der Macher sich echt Mühe gegeben. Ich will wenigstens zwei Objekte finden. Let's rock. Okay. Hier eventuell irgendwas. Ich weiß ja noch nicht mal, was genau ich einsammeln muss. Das kann theoretisch gesehen alles sein. Ach man, 17 Sekunden. Vor allem, welcher Dödel kam auf die Idee, hier eine Zeitbegrenzung reinzumachen? Das ist doch wahnsinnig. Aber gut, wir probieren es aus und... Aber was muss ich denn noch einsammeln? Was genau muss ich denn noch einsammeln, verstehe ich nicht so ganz. Ist zwar eine sehr schöne Idee, aber... Ja, oh, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich einsammeln soll. Läuft Freddy noch hier rum? Das würde mich interessieren. Vor allem... Der ist ja viel schneller als wir, wenn er uns sieht. Der wird dann zum fucking 100-Meter-Sprinter und... Ja. Sprintet um sein Leben. Das ist echt verwirrend hier, das Ganze, ne? Vor allem, dass hier so ein riesiges... Ich habe mich mal wieder für Bony entschieden, da ich Bony, ehrlich gesagt, nicht so gruselig finde wie Freddy. Freddy ist irgendwie... Fucking creepy. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt so vor. Okay, geht's los. 59 Sekunden, eindeutig zu wenig, meiner Meinung... Aber ich verstehe nicht, warum man in diesem Modus die linke Maustaste gedrückt halten muss, um sich hier zu bewegen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen blöde. Aber ich muss Lob aussprechen für die Grafik. Sieht fucking aus! Okay. Das ist unmöglich. Aber die kommen immer von der gleichen Richtung, deswegen gehen wir diesmal nach rechts. Aber ist hier vielleicht irgendwas? Nein. Okay, wir konnten vorhin ein Telefon einsammeln. Es sind immer verschiedene Dinge, die wir einsammeln müssen. Das ist das, was mich richtig abfuckt. Ich weiß nicht, was genau wir immer einsammeln müssen. Hat einer von euch eine Ahnung? Gerne unten in die Kommentare rein. Ich will das Spiel zwar nie wieder anfassen, habe ich so das Gefühl. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Okay. Wo kann es lang gehen? Lang gehen überall. Ready for Freddy? Yes, I'm ready for Freddy. Hier eventuell das einsammeln? Nein. Das einsammeln? Nein. Das einsammeln? Nein. Deswegen nur 20 Sekunden. Keine Ahnung, was man einsammeln muss. Es kann ja alles sein. Vor allem, wenn es... Wenn man unendlich Zeit hätte, dann würde ich das Spiel feiern wie sonst was. Aber eine Minute, komm schon. Eine Minute ist gar nichts. Oder kann man das vielleicht im Hauptmenü umstellen und wir haben es einfach nicht bemerkt? Wenn ja, würde ich das gleich mal ausprobieren. Ja, Mann! Nope, ich habe jetzt auf Shoes Endless Mode gedrückt, aber das hat nichts gebracht. Warte mal. Okay, jetzt kann ich wieder meine Maus bewegen. Das ist anscheinend ein Bug. Aber ein extrem komischer Bug. Ich glaube, hier laufe ich zum Beispiel immer im Kreis herum. Und Freddy ist immer noch gruseliger als Bony, finde ich. Bony ist so, meh. Freddy ist so, Freddy, nein! Freddy ist so gruselig, finde ich. Tausendmal gruseliger als die anderen Animatronics. Gut, ich habe jetzt Chica und Foxy nicht gesehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass deren Gesichter auch nicht sonderlich freundlich aussehen. Vielleicht eine Pflanze einsammeln? Nein. Nein, let's rock.
No. No. Okay. Ich habe keine... Das eventuell? Nein. Das? Nein. Vielleicht... Vielleicht sollen wir auch Freddy einsammeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. We are failed. Komm, wir suchen kurz Freddy. Laufen in sein Face hinein und boom. Freddy! Yay! Okay, liebe Dudes, das war's mit dem heutigen Hashtag Creepy Saturday. Ich habe jetzt mir Mühe gegeben, aber ich habe keine Ahnung, was genau wir einsammeln müssen. Und in einer Minute, es ist einfach extrem schwer. Eine Minute ist meiner Meinung nach eindeutig zu wenig, aber... Ja. Man kann ja nichts anderes spielen. Ich habe jetzt Choose Endless Mode und das andere... Play Story Mode? Das probiere ich mal aus. Ja, mal schauen, ob das jetzt was wird. Ich denke aber irgendwie nicht. Oder? 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 Ne, ist mir egal. Auf jeden Fall, habt ihr eine Ahnung, ob man das eventuell umstellen kann? Schreibt mir doch eure Meinung mal zu dieser kleinen Alpha-Version unten in die Kommentare rein. Was erwartet ihr euch von dem Spiel? Also der Macher hat gesagt, er wird es nur fertig machen, wenn ja die Demo genug Hype hat. Und ich glaube, die Demo hat genug Hype. Vor allem Markiplier hat es gespielt. Und wenn Markiplier es spielt, dann hat die Demo sowieso genug Hype. Na dann, eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Spielevorschläge für den nächsten Hashtag Creepy Saturday gerne unten in die Kommentare rein. Und ich sehe dich im nächsten Part. Bye, bye.